Zum Glück habe ich gleich Feierabend. Nun bin ich fast fertig. Aber wozu mache ich das Ganze eigentlich noch? Hey, was machst du denn hier? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Hey, was soll das werden? Heute ist wieder Schichtbeginn. Zum Glück sind wir bald fertig mit dem nächsten Bauarbeiterabschnitt. Wenn ich mir das hier so anschaue, sieht's doch eigentlich ganz gut aus. Wir haben schon alle drei Stockwerke drauf. Jetzt fehlt nur noch das Dach. Das mache ich heute. Hier oben ist mein Arbeitsplatz. Und dann bin ich auch schon fertig. Was ist das denn? Oh mein Gott, nein! Uwe, geht's dir gut? Uwe, was ist los? Mensch, Uwe, sag doch was. Ich muss den Notarzt rufen. Nein. Jetzt haben wir Schichtbeginn. Ja, Papo, da hast du Glück, es kam gerade ein Notfall rein. Anscheinend kam es bei der Baustelle zu einem tödlichen Unfall. Du weißt ja, wir müssen dann immer vorbeischauen und sicherstellen, dass es nur ein Unfall war. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ach, das wird wohl nicht so sein. Ich fahre einfach mal zu der Baustelle hin. Komm, Blaulicht brauche ich nicht anmachen. Das wird wahrscheinlich nur ein Unfall gewesen sein. Die Bauarbeiter waren wahrscheinlich wieder einfach mega unvorsichtig, so wie die immer sind. So, ihr müsst euch natürlich an die Regeln halten. So, hier Blinker rechts setzen und dann fahren wir los. So, jetzt können wir auch auf 70 km/h losfahren. Und da vorne sehe ich doch die Kräne schon der Baustelle. Ja, da kann halt immer mal was passieren. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber gut, dann fahren wir da jetzt hin und dann schauen wir uns die Lage mal an. So, Blaulicht anmachen. Ich habe nämlich keinen Bock, bei der roten Ampel zu warten. So, Blaulicht können wir wieder ausmachen. Blinker wird aus. Und dann ist hier doch schon... Oh, da muss ich mein Auto gleich wieder waschen. Naja, gut, okay. Wir fahren trotzdem mal hin und dann schauen wir mal, was Phase ist. Was haben wir denn da? Oh ja, da liegt er schon. Blaulicht anmachen. Moin, Meister. Was heißt hier Moin, Meister? Mein Arbeitskollege liegt hier. Ja, sorry, tut mir leid, okay. Der wird gleich abtransportiert. Wie, haben Sie ihn denn gefunden? Waren Sie der Erste, der ihn gefunden hat? Gefunden. Ja, das ist mein Arbeitskollege. Wir arbeiten schon 25 Jahre zusammen. Okay, dann kennen Sie ihn ja gut. Wie heißt er denn? Und, hatte er irgendwelche Probleme? Probleme. Probleme haben wir doch alle mit unseren Ex-Frauen, oder? Also komm, das ist doch keine Frage wert hier. Ja, okay. Gut, Sie sind dann erstmal entlassen. Geben Sie mir noch Ihre Kontaktdaten und dann können Sie gehen, ja? Okay, also meine Nummer ist die 0137, lecken Sie mich am Arsch, 970. Ach, okay, das lasse ich nochmal durchgehen, weil Sie hier gerade einen Trauerfall haben. Aber beim nächsten Mal gibt's eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung, ja? Dann gibt's beim nächsten Mal was auch von mir und das ist hier keine Anzeige. So, Idiot, ey, mein Kollege ist hier einfach gestorben und das Einzige, was wir hier machen können, ist rumlabern. Oh Mann, ey. Okay, dann haben wir den Fall schon mal aufgenommen. Ich denke, ich werde das einfach als Unfall deklarieren, aber... Ja, ich bin ja auch Polizist, ich muss ja auch ein bisschen noch recherchieren. Vielleicht fällt mir einfach irgendwas auf. Aber jetzt fahre ich erstmal auf Streife. Den restlichen Kram kann ich auch später dokumentieren, denn ich habe nämlich echt Hunger. Und mein Lieblingsbäcker ist in der Innenstadt, also fahre ich da jetzt einfach hin. Ich muss mich jetzt erstmal um die lebenden Verbrecher kümmern. Immerhin haben wir jetzt hier ganz viele Verbrecher. Und von denen muss ich jetzt erstmal einen festnehmen. Es kann ja nicht sein, dass ich mich hier nur um irgendwelche Leute kümmere, die von irgendwelchen Gerüsten gefallen sind. Das war doch eh nur ein Unfall. Ich schaue jetzt erstmal, ob ich hier jemanden finde. Da vorne, der Kollege fährt schon relativ zügig weg. Ich denke, er wird sich nicht an die Straßenverkehrsordnung... Ah, das ist ein Polizist. Okay. Der verfolgt aber gerade jemanden. Gut, dann schließen wir uns dann natürlich jetzt erstmal an und werden natürlich auch den schwarzen Bus verfolgen. Wenn er hier rechts reinfährt, dann fahre ich direkt hier weiter und da kommt er doch schon entgegen. Sehr schön. Das wird sich doch wahrscheinlich um Kriminellen handeln. Kennzeichen HP01. Ist das... Ach, UP01 vielleicht. Wer ist er? DJ irgendwas. DJ Banane ist doch gesucht. Ja, die sind durch meine Stop-6 gefahren. Dann geht es jetzt für die wahrscheinlich direkt zum Fahrzeugdealer oder zum ADAC, aber das werden wir natürlich nicht zulassen. Da werden wir natürlich hinterherfahren. Oh, er leckt. Ja, UP01 ist das. Oh, er leckt sehr doll. Ja, leider war der Zug gerade durch. Jetzt geben sie Gas, aber sie lecken rum. Geblitzt wurden sie definitiv bei den überhöhten Geschwindigkeiten. Ja, jetzt sind sie kollidiert. Versuche ich mal von rechts zu überholen und den Weg abzuschneiden. Waffe rausholen. Aufhauen.
einmal aufs Fahrzeug geschossen. Kann den Stopstick schon mal mitnehmen. Ja, und da kommen sie dann nicht weiter. Da wollen sie dann zu Fuß flüchten. Warum hat er eine Waffe in der Hand? Weil das ist der Kopf. Komm, er steigt ein. Lasse ich ihn hier raus. Taser. Oh, mein Kollege hat ihn. Das Fahrzeug fährt nicht los. Da hinten ist mein Kollege schon. Ja, da komme ich so leider nicht hin. Ich muss über den Weg hier zurückfahren. Das machen wir auch. So, ich überhole ihn. Ach, da vorne ist er. Dann nehme ich meinen Kollegen. Wo ist mein Kollege? Keiner weiß es. Wir fahren ihn hier auf jeden Fall an. Die Banane ist... Ach, der ist schon eingestiegen. Und, konnte ich ihn nicht tasern? Na doch. Ja, sehr gut. Sehr gut. GG. Dann geht es jetzt für uns ab ins Gefängnis, ist ja klar. So, wir sind jetzt hier beim Polizeirevier angekommen. Ich denke mal, ich nehme eine Person... Mein Kollege Undercover nimmt auch eine Person. Grüße gehen raus an alle Beteiligten hier. Einmal festgenommen. Und dann fahre ich meinen Kollegen jetzt mal zum Revier. So, dann verabschiede ich mich noch von ihm. Er bedankt sich auch, Freunde. Dann gehe ich jetzt weiter auf Streife. Wobei ich gerade merke, es wird auch schon so langsam dunkel. So, hier liegst du jetzt, du Drecksau. Du hast mir meine Ex-Frau weggenommen. Und dann... Dann habe ich auch kein Mitleid mit dir, ganz ehrlich. Dann habe ich gar kein Mitleid mit dir. Endlich ist es soweit. Vielleicht ziehe ich meine Ex-Frau jetzt endlich wieder zurück, obwohl die blöde Kuh will ich auch nicht wieder haben. Jetzt habe ich bald Feierabend, ey. Endlich. Diese 12-Stunden-Schichten schlauchen echt schön. Oh, was ist da denn los? Da ist ja die Kirche. Na gut, ich kann da, glaube ich, auch mal hinfahren. Immerhin wurde da schon der Bauarbeiter beerdigt. Dann gucke ich noch mal nach, ob ich nicht doch noch irgendwas rausfinde, auch wenn ich denke, dass das ein Unfall war, aber... Komm, ein bisschen Polizeiarbeit muss ich ja noch machen. So, Motor aus, Licht aus und hey, da ist ja sogar jemand. Oh, hallo, können Sie mir helfen? Ja, was gibt's denn? Ich bin Polizist und mitte in dem Unglück, was passiert ist. Kennen Sie das Opfer? Ja, so, kennen nur so ein bisschen, aber wir hatten keine Probleme, aber ich muss jetzt auch los. Der Typ kam mir ein bisschen komisch vor, der war so kurz ab. Aber warte mal, der Bauarbeiter hatte doch irgendwas davon erzählt, dass der... andere Probleme mit seiner Ex-Frau hatte. Sagen Sie mal, kennen Sie die Ex-Frau? Kann ich nicht so sagen, ich muss los. Hey, warten Sie mal, Sie passen doch voll auf die Beschreibung. Nee, tu ich nicht. Hey, bleiben Sie stehen hier. So, jetzt gibt's erstmal einen fetten Taser in den Rücken. So, und jetzt werde ich Sie einknasten. Hey, Sie sind in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, eine schwere Straftat begangen zu haben. Haben Sie... Kai-Uwe, ermordet. Und selbst wenn es so wäre, jetzt verdient er mir meine Frau weggenommen, der blöde Kai-Uwe. Na, das erzählen Sie mal lieber den Haftrichter. Sie sind festgenommen. So, und jetzt ab ins Auto rein und jetzt fahre ich Sie in den Knast. Und Freunde, wenn euch ein Roleplay gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn das nicht so gut ankommt wie die anderen Videos, werde ich es natürlich nicht nochmal machen. Aber ihr könnt euch jetzt auch gerne das normale Notruf-Hamburg-Video auf der rechten Seite anschauen. Bis dann und ciao.